Hi Leute und moin Stefan. Ja, wie in meinem letzten Video schon angekündigt, gleich hier ein neues Video, Hot or Not. Tja, was soll ich sagen? Es geht natürlich um Stefan sein Video, Strider Hot or Not. Ich sage immer, ja, hot, very, very hot. Aber wenn ich dann auf die Preise gucke, dann sage ich not, absolut not. Wie man sieht, habe ich hier das Buck Strider. Das war mal ein Zusammenschluss zwischen Buck und Strider. Das kann man hier auch sehen. Na, Fokus. Ja, genau. Buck und Strider. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Modell das ist. Für wenn es jetzt ein Strider ist, ich glaube ein SNG, aber genau weiß ich nicht. Ich glaube SNG was. Es sieht natürlich vom Äußeren genauso aus wie das Strider. Natürlich hat das Buck nicht diesen S30V-Stahl, sondern seinen hauseigenen 420HC, der aber wirklich super top ist. Also ich stehe eigentlich voll auf den Stahl, weil den kann man so extrem scharf machen und der hält die Schärfe auch noch recht gut. Echt Bombe. Jetzt werden sich manche wundern, hä, wieso hat der das in Silber? Das ist doch schwarz. Richtig, das war auch mal schwarz. Das sieht man hier auch noch so an ein paar Stellen, wo ich halt nicht so gut rangekommen bin. Na, also hier kann man es recht gut erkennen, na, dass das da noch schwarz ist. Ja, ich habe die mal irgendwann angefangen zu polieren, weil dieses Schwarze, das ging ab, das war so widerlich und ich habe es auch nicht geschafft, dass es nicht irgendwo auf den Fingern oder so geblieben ist. Und habe ich gedacht, wenn ich damit mal ein Lebensmittel schneide, nee, eklig. Und dann habe ich angefangen, das zu polieren. Ja, das ist dann dabei rausgekommen. Irgendwann habe ich gedacht, okay, das reicht. Und ja. Aber eigentlich jetzt zum eigentlichen Thema. Der Griff. Ja. So ist es schon cool zu halten. Also, ne, das ist, da passt es auch von der Klinge her zum Schneiden und so, ist das auch super. Ich habe immer gedacht, naja, normalerweise halte ich ein Messer so. Und wenn man dann mal guckt, wo man schneidet, also ich kann hier meine beiden Finger drauflegen, bevor dann wirklich die Schneide anfängt. Das sind so locker 4 cm, die da fehlen. Also die Klinge ist, weiß ich nicht, 10 cm lang, aber ich habe eine effektive Schneide von 6 cm. Ist, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ne, dann kann man sich denken, boah, das ist aber ganz schön klein. Hatten wir hier das CRKT Drifter. Das hat ungefähr die gleiche Schneidlänge. Sogar, ja doch, kommt ungefähr hin. So, jetzt guckt euch mal an. Das sind schon ein paar Zentimeter. Ja. Da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, was macht jetzt so ein Strider so teuer? Natürlich auch der Name. Und ja. Die Klinge S30V, okay, gibt es von anderen Firmen auch. Die kosten aber trotzdem keine 500 Euro. Der Griff. Ja, gut, es ist jetzt natürlich nicht so ein Kunststoffgriff hier, sondern Stahl, Titan, weiß der Geier was, aber auch das kann es nicht sein. Ich meine, wenn so ein Messer denn 250 Euro kostet, wie zum Beispiel Zero Tolerance, okay, würde ich vielleicht drüber nachdenken. Ey, aber bei Preisen von 550 bis 1000 Euro, nee, ganz ehrlich, denn denke ich mir, sollen sie ihren Scheiß behalten und ich kaufe mir so einen billigen Nachbau hier. Aber trotzdem, also ich habe das Messer nicht wirklich oft benutzt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Strider ist, aber irgendwie, ja, ist die Haptik, also vom Schneiden her alleine. Ich hab keinen Bock jetzt das Messer, wenn ich das ausklappe, ich zeige das nochmal. Ich klappe das jetzt aus und dann habe ich es eigentlich so in der Hand. Nein, ich muss nach vorne greifen und muss es so in die Hand nehmen. So, und dann habe ich auch noch so eine extrem kurze Klinge. Na, also, nee. So ein Riesenmesser mit so einer kleinen Klinge, nee. Oder? Nee. Und zudem soll ja auch die Performance, also was die Schneideigenschaften und die Schneidleistung bei einem Strider angehen,
auch nicht so der Bringer sein. Ich meine, klar, also diese Klingen, die sind, weiß ich, 5 mm dick oder sowas. Ja, was will ich mit so einem Folder machen? Türen aufbrechen, Tresore knacken, Banken hochnehmen, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich will ich mit so einem Messer schneiden. Klar, jetzt kann man sagen, hey, das ist aber cool, so ein Teil zu haben. Aber nee, das ist, irgendwo ist mir mein Geld zu schade. Also, nee, ich sag mal, für 200 € würde ich so ein Teil kaufen. Aber das war's dann auch schon. Mehr würde ich nicht dafür ausgeben. Und daher ist meine Antwort not beim Preis und hot vom Design.